Wohin ich am liebsten verreise, das gibt's eigentlich gar nicht so richtig, weil ich gerne immer was Neues sehe. Einfach die Kulturen und die Menschen natürlich, aber auch einfach die ganze Weite, die man in Afrika hat. Man fährt stundenlang und sieht niemanden, hat oft kein Netz. Und da kann man einfach zwischendurch mal überragend abschalten. In Nordafrika ist es natürlich eher so, dass man jetzt, keine Ahnung, Tunis bereist oder Casablanca und da eher einen Städtetrip macht. In Südafrika kann man auch toll am Strand liegen. Und ja, wenn man zum Beispiel in Kenia ist, hat man beides. Man kann tolle Safaris machen, kann aber genauso gut auch einfach mal am Strand relaxen. Ja, so eine typische Safari läuft natürlich so ab, dass man relativ lange im Auto sitzt. Man fährt morgens relativ früh los, schon 6, 7 Uhr, damit man auch die Tiere morgens früh beobachten kann. Und dann holt man einfach die Kamera raus und versucht, so viele tolle Momente einzufangen, wie es geht. Weil die Tiere so in freier Wildbahn zu sehen, ist natürlich schon was Besonderes. Also das beeindruckendste Erlebnis war definitiv eine Walking-Safari in Uganda, wo wir mit einer Gorilla-Familie zu Fuß durch den Dschungel gewandert sind. Auf jeden Fall würde ich empfehlen den Bivindi National Park, dann den Mgahinga National Park und natürlich ganz klassisch in Tansania den Serengeti Park oder den Ngorongoro Krater. Zum Beispiel Kolumbien, speziell in Medellin, das war schon sehr beeindruckend. Ja, einfach so das Unerwartete von Medellin, geht man jetzt nicht davon aus, dass da so ein mega Lifestyle ist, aber egal ob Cafés, Restaurants, die Kultur oder auch Hotels, da gibt es so viel zu sehen und zu entdecken. Das ganze Gebiet um Comuna 13 heißt das, wo halt Pablo Escobar ein ziemlich bekannter Name ist, das ist natürlich sehr beeindruckend. Ansonsten ja, einfach so die Cafés und Restaurants entdecken und da die Kultur so ein bisschen miterleben. Man kann auch relativ europäisch essen, allerdings gibt es natürlich auch spezielle kolumbianische Küche, wo zum Beispiel einfach so Riesenameisen eine Delikatesse ist. Die habe ich auch probiert. Relativ knackig, vom Geschmack her kann man es gar nicht so sagen, aber sollte man auf jeden Fall ausprobieren, wenn man da ist. Muss ich mich auch überwinden, aber am Ende war es dann echt lecker. Das El Botanico kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen oder das El Cielo. Das sind zwei überragende Restaurants gewesen. Vor allem glaube ich, dass es sehr abwechslungsreich ist. Ich mag sehr gerne am Strand einfach zu liegen, aber genauso mag ich es auch, irgendwelche Dschungeltouren zu machen. Also einfach, dass man alles dabei hat. Wenn ich einen Strandurlaub mache, dann kann ich auch gerne von vormittags bis späten Nachmittag in der Sonne liegen. Meistens ist es so, dass ich in unserem Sommer gerne eine Abenteuerreise mache und im Winter gerne einen Strandurlaub. Eine Sache hatte ich noch vergessen, der schönste Strand, wo ich bisher war auf jeden Fall auf Kuba am Cayo Coco. Da solltet ihr definitiv mal hinreisen.